Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte Marsch. Wir werden weiterhin Felder bestellen. Und zwar Feld 1 kommt jetzt die erste rauf. Wir machen hier mit dem Helfer weiter. Das packt auch mein Helfer. Ein bisschen die Breite nehmen, wenn es zu schmal wird. Nee, aber zurücklassen. Immer noch Regenwetter hier. So, er fährt schon mal. Dann waren wir noch beim Pflügen bei. Das ist nur ein Rest, den machen wir alleine. So, der muss also gehen und dann hinten schauen. Immer noch Regenwetter. Leider. Wir beginnen heute mit neuen Aufnahmesession. Mal schauen, wie wir vorankommen heute. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Silageballen was geworden sind. Mittlerweile sind wir auch auf der Version 2.3. Das mit dem Skript hier, das klappt hervorragend. Ein Dank geht raus. Ich danke nochmal allen schon reinschauen. Fragen, Anregungen, Kommentare gerne reinschreiben in den Kommentaren. Versuche dort möglichst zeitnah einzugehen. Ansonsten wünsche ich viel Spaß. Nachdem wir hier bestellt haben, werden wir gleich düngen. Schauen wir mal, ob wir die Düngestufen so optimal hinbekommen. Kurz die Restarbeit machen. Aber hier ist noch was zu tun. Wo mal der Ton passt. Ich bin echt neugierig, was mit unseren Silageballen geworden sind. Weil die müssen jetzt über Nacht im Prinzip gären. Ich glaube 30 Tonnen, habe ich gesagt. Die Kühe, denen geht es bald gut. Die haben heute noch Futter. Aber die werden heute noch versorgt. Ich werde mal versuchen, die Kühe jetzt jeden Tag zur selben Zeit zu versorgen. Ich denke mal so um 16 Uhr ist eine gute Zeit. Na, Baum. Die können eigentlich auch weg, die Bäume. Kommen wir hier besser rum.
Aber noch kann sie ja stehen bleiben. Schauen, wenn wir noch machen müssen, wenn wir neu reinfinden ins Spiel. Was fällt eins aktuell noch ausgesät? Gerste. Gewitter im Spiel. Ja, müssen wir runternehmen, ne? Wieso wurde das nicht geflügt? War kein Wunder. Da oben ist der Flug. Der Ersatzflug, sagen wir so. Fertig. Wenn wir gleich den Düngerstreuer rauf hier rein, damit wir das mal gedüngt kriegen. Und mal testen und probieren, ob das funktioniert, ob wir das entsprechend nicht tun kriegen. Dazu müssen wir ganz kurz schauen. So, 1, 2, die 13 muss noch gedüngt werden. Also da kommt auch noch Dünger auf. Die 3. So. Wachstum gepflanzt. Bei 3, ja, 1 ist schon. Hier habe ich versaut. Und da ist noch Gras drin, glaube ich. Aber wir werden erst machen werden. Wenn der Regen aufhört, ich will mal testen, ob es trocken ist, aber. Aber ich glaube, das wird nichts. Düngen wir mal rauf, ne? Vielleicht klappt das sogar. Dass wir das gleich fertig kriegen. Ersten Wegpunkt. Das war die beste Lösung. Ah, das bringt was. Gut. Jetzt gehen wir bei und die hauen die Jauche auf den Boden. Alles vorbereitet, geht los.
Weil ich wollte probieren, ob man die Gärreste als Dünger nutzen kann. Denn warum sollen wir jetzt hier unnötigerweise Dünger kaufen? Und dann wäre schon dazu so zur Verfügung stehen. Da muss ich nur langfristig sehen, ob ich dann einen Überlader hinstelle und entsprechend vorher Ladung hinstelle. Vogelsang. Was mir alles gibt. Weg, ne? Heftig. Ja. Und einfach lassen. Beim nächsten Mal. Und da ein bisschen weniger fahren müssen. So, wieder eine Woche auf Arbeit, ne? Urlaub ist zu Ende. Jetzt geht das wieder los mit der alten Todd bis Weihnachten. Schauen wir mal, ob wir hier weiter vorankommen auf dem Marsch. Bevor die Vierfach kommt. So ein bisschen Gas geben noch. Aber die Vierfach, das dauert noch ein bisschen. Herbst ist ein langer, dehnbarer Begriff. Und der hat ja noch nicht mal begonnen. Wenn ja das Holz immer wächst, können wir noch mit dem Holz machen. Und wir können auch Holz verkaufen. Aber wenn wir mal alles in Schwung kriegen, dass es entsprechend gedüngt ist. Dann wird man gleich die Maschine auf Feld 1 jagen. Ja, und hier wollen wir Arbeit machen. Ja. Oh, das war ja eh bekannt. Ich könnte mir vorstellen, die Brauerei in Betrieb zu setzen, aber wir müssen mal sehen, dass wir da das natürlich Geld brauchen, ne? Was auch interessant wäre, ob das Gras, ob das abgeerntet ist, das wieder wachsen würde. Früher hat es ja der gemacht. Eigentlich ist es immer, Gras wächst immer nach. Mir schlecht viel recht, aber es wächst nach. Mit der Zeit mit mehr Unkraut drin und mehr Kräutern, also das wird sich eher mischen. Eher zum Positiven, sag ich mal so. Tja, aber muss man eine Fläche mal liegen lassen, ne? Kleineren Wiesen kann man ja mal machen, ob 25 oder die 27. Da kann man ja mal, wenn es. Ich will jetzt nur mal vom Regen aufhört, dass der Regen aufhört, dass man da jetzt nachher zumindest
einmal Gras mähen, wo es trocken ist, und wo wir dann die Heuballen oder Silageballen machen können. Befürchte mir, dass die Ballen Mist werden, ne? Weil das zu nass ist, das verfault ja eigentlich normalerweise. Aber mal schauen. So, ja, mal schade, ne? Aber gut. Das wäre eine bittere Erfahrung. Schön wendig, ne? Mit einem breiten Reifen haben wir besser. Ich überlege, ob die Felder 14, 1 und 15 zusammenzulegen. Dann könnte man da. Eine größere Fläche machen. Kann alles im 1 gemacht werden, ne? Die Ecke wäre auch fertig. Schauen wir mal hier vorne. Da sieht man ganz gut aus. Das lassen wir so. Das kann man als. Da kann man schon mal testen, so. Ob das was wird. So, die. Sauber. Machen wir hier durch. Ich werde hier auch mal Hallen hinstellen, irgendwie. So ein bisschen in Ordnung reinkriegen. Schauen wir mal. Mich verkaufen wir auch noch. Müssen wir eigentlich. Kurs einfahren, aber gut. So, wie war unser Plan? Wie war unser Plan? Wie war er gewesen? Wieder aufschreiben sollen. So. Fruchtfolge. Im Grunde erstmal nur Gerste und Weizen. Machen wir auch. Wahrscheinlich mache ich noch Mais, Raps, Gras rein. Was könnte man noch machen? Das wäre nicht schlecht. Aktuell. Man könnte auch Raps reinbringen. Wäre der Tag ein bisschen dürftig. Zuckerrohr, Karotte, Zwiebeln, Roggen, Dinkel. Kriege allgemein schlechten Ertrag. Erste Trikale, ja, dann mal Trikale.
Dann so wie das kann man nicht wechseln. Das ist komisch. So, also gehen. Tja, der will nur Gerste. Macht nichts. Ich sage euch mal danke fürs Reinschauen. Und, jo, die Folge ist jetzt schon mal zu Ende. Ist beinahe verschlafen. Ja, ne? Ich danke alles. Dann sagen wir Tschüss und bin gewinnt. Ciao. Mit deiner Schaui.